Hallo und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Ja, meine Damen und Herren, wäre schön, wenn Sie heute vielleicht mal das Smartphone und den Laptop ausmachen. Den Fernseher allerdings, den müssen Sie anlassen, sonst können Sie uns ja nicht sehen. Unser heutiger Gast sagt, Fernsehen, Computer und Handys, die machen dumm, aggressiv und einsam. Er diagnostiziert unserer Gesellschaft eine digitale Demenz. Herzlich willkommen, Professor Manfred Spitzer. Schön, dass Sie da sind. Er ist Mediziner, Psychologe und Philosoph und einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands. Mit Manfred Spitzer spreche ich über Genie, Gehirn und Großfamilien und natürlich über das Leben in Deutschland. Herr Spitzer, wie muss man sich so den Alltag eines Hirnforschers vorstellen? Schnippeln Sie den ganzen Tag an diesem grauen Glibber rum? Nein, ich schnibbel ja gar nicht. Ich bin kein Neurochirurg, ich bin Psychiater. Das heißt, ich sehe mir Hirne allenfalls auf Schnittbildern an, die wir mit Tomographen anfertigen. Und das eigentlich auch nur zu Forschungszwecken, weil gerade in der Psychiatrie ist das Hirn eigentlich so, wenn man sich's angucken würde, immer okay, aber es tut nicht richtig. Und Hirnfunktion kann man sich etwa seit 20 Jahren auch auf Bildern anschauen, mit so bunten Flecken, wenn man die richtig macht. Und genau deswegen ist diese funktionelle Bildgebung und eben die Hirnfunktion für uns Psychiater so wichtig. Und so bin ich da reingerutscht, wenn man so will. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen früher. Haben Sie Ihr eigenes Gehirn auch schon mal gescannt? X-mal, klar. Und müssen wir uns Sorgen machen? Nein, aber zum Beispiel habe ich eine kleine Anomalie. Das nennt man Cavum Septum Pellucidum. Da sind zwei Hautdinger, die normalerweise zusammenbappen irgendwann in der Entwicklung des Gehirns. Sie sind immer noch ein bisschen nebeneinander. Das haben so ein paar Prozent aller Menschen. Und das haben auch ein paar Schizophrene. Und die haben es sogar mit einem etwas höheren Prozentsatz. Das weiß man einfach. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendeinen Schaden hätte oder sowas. Es ist einfach eine Entwicklungsvariante. Und wir finden nebenbei ja oft bei jungen Leuten, die wir als Versuchspersonen scannen, irgendwelche Änderungen, Fehler bis hin zu Dingen, die auch pathologisch relevant sind, was nicht so einfach ist manchmal. Da muss man dann was tun. Aber ein Freund von mir, dem wurde ein Hirntumor als Versuchsperson entdeckt und nur deswegen hat er noch 20 Jahre gelebt. Das ist ein ganz aggressiver Hirntumor gewesen. Wenn er den erst dann gemerkt hätte, wenn er ihn selber gemerkt hätte, dann hätte er 20 Jahre weniger gelebt. Sie, das gibt's auch. Sie bescheinigen gerade westlichen Gesellschaften digitale Demenz. Kurz zusammengefasst, insbesondere unsere Kinder, aber die Eltern inzwischen ja auch, hängen den ganzen Tag an irgendwelchen meistens digitalen Geräten, Smartphones, Tablets, Computer und dann läuft noch der Fernseher und man hat noch einen Kopfhörer mit Musik auf. Das heißt nicht, durch so viele Eindrücke werden wir immer klüger, sondern immer blöder. Ja, weil es sind gar nicht so viele Eindrücke. Zunächst mal muss man wissen, das Gehirn ändert sich mit seiner Benutzung wie ein Muskel, wird stärker, wenn man es benutzt, wird schwächer, wenn man es nicht benutzt. Das ist schon mal klar. Zweitens, das Gehirn entwickelt sich vor allem in den ersten zwei Lebensjahrzehnten und wer da halt nur so macht, klickt, ja, oder nur wischt oder nur sitzt und nicht auf Bäume klettert, der trainiert sein Gehirn tatsächlich nicht so gut wie einer, der eben alles in der wirklichen Realität macht. Denn, sind wir ehrlich, die virtuelle Realität ist nur ein schwacher, fader Abklatsch von dem, was real ist. Und wenn man das, gerade in den ersten zwei Lebensjahrzehnten, nicht ein bisschen, sondern in Deutschland 7,5 Stunden täglich macht, ja, 7,5 Stunden täglich vor einem Bildschirm, dann wird das Gehirn nicht so fit. Und das merken wir erstmal gar nicht, weil wir mit einem halben Hirn auch auskommen, sogar wahrscheinlich mit einem Drittel Hirn, das wissen wir. Manche wenn's, ganz ohne? Na, ganz ohne geht nicht. Aber wenn es dann der Witz ist, wenn es dann wieder abwärts geht, dann ist es wie bei jedem Abstieg. Je höher man anfängt, desto länger dauert es, bis man unten angekommen ist. Ja? Und wenn Sie halt Ihr Hirn in den ersten zwei Lebensjahrzehnten nicht richtig ausgebildet haben und es geht dann abwärts, dann sind Sie halt früher wieder unten. Und das ist mein Punkt. Sodass die in der Kindheit und Jugend wir heute im Grunde mit den vielen digitalen Medien dafür sorgen, dass diese Menschen Jahre früher geistig abbauen werden. Da bin ich mir fest überzeugt, da gibt es alle Studien der Welt, die man haben kann, um das zu wissen. Und das ist das, wovor ich warne. Wir wollen nicht noch früher abbauen, als Menschen das heute ja schon tun. Sie werden alt, aber bauen geistig ab. Demenz ist ein Riesenproblem. Und es wird noch ein größeres Problem, wenn wir bei Kindheit und Jugend wirklich nicht mehr aufpassen auf Gehirnbildung. Und digitale Medien machen das kaputt. Ich glaube, der britische Premier David Cameron hat gesagt, die Demenz ist in der Tat die Pest des 21. Jahrhunderts. Würden Sie sagen, dass dieser Verfall des Gehirns durch digitale Medien und deren Gebrauch beschleunigt wird? Der Verfall nicht, aber das ist wie, naja, wissen Sie, unser Gehirn entwickelt sich ja erst. Es ist ja nicht einfach so da, sondern es bildet sich dauernd. Also wir wissen heute, dass in Ihrem Computer haben Sie eine Festplatte und eine CPU. Und
der Computer, wenn der kaputt geht, stürzt er ab. Ein Hirn, das stürzt nicht ab, da merken Sie nichts, wenn es kaputt geht. Aber man muss eins wissen, mein Computer ist, ich habe ihn vor 3 Jahren gekauft, meinen letzten, der ist heute kein Deut besser als vor 3 Jahren. Mein Hirn, dauernd, dass ich es benutze, wird es ja besser. Und gerade in Kindheit und Jugend wird es rasant schnell besser. Und wenn man diese Besserung nicht fördert, dadurch, dass man das Hirn fordert, dann sind wir eben nicht so gebildet. Und wenn es dann abwärts geht, sind wir schneller wieder unten. Und das ist ganz sicher so. Mhm. Ja? Beispiel, wenn Sie 2 Sprachen sprechen, das wird alle, die jetzt im Ausland sind, interessieren. Und Sie kriegen Demenz. Dann kriegen Sie 5 Jahre später. Da gibt es mittlerweile schon viele Studien. Mehrsprachigkeit verzögert Demenz. Verzögert Demenz. 5 Jahre. Weil ich mein Hirn anders trainiere. Weil Sie Ihr Hirn anders trainieren. Und zwar dauernd. Das ist ganz interessant. Denn wir wissen auch aus der Sprachforschung, dass wenn Sie eben gut eine 2. Sprache können, ist zum Beispiel, hier ist ein Tisch. Ich könnte aber sagen, hier ist ein Table. Und wenn ich Tisch sage, ist Table immer so leicht, schwingt mit in meinem Kopf. Mhm. Und je besser ich die 2. Sprache kann, desto mehr. Mhm. Deswegen muss ich Table niederknüppeln, wenn ich Tisch sagen will. Mhm. Das heißt, ich bin dauernd dabei, mich besser zu kontrollieren, allein dadurch, dass ich eine 2. Sprache kann. Training, mhm. Exakt. Ich habe dauernd Training. Und dieses Training bringt mir 5 Jahre später Demenz. Die besten Mittel, die wir haben, die besten Pillen bringen in 3 Monate. Das zeigt Ihnen, wie groß der Effekt ist. Der ist richtig groß. Die Computerspiele, ein Dauerthema so ziemlich in jeder Deutschen, wahrscheinlich in jeder Familie weltweit. Nun hat im Januar unser führendes Nachrichtenmagazin, der Spiegel, eine Titelgeschichte gemacht. Computerspiele sind gar nicht so schlimm, die machen eigentlich klug, die stärken soziale Beziehungen. Und Sie kamen gar nicht vor mit der digitalen Demenz. Ich komme bei den Leserbriefen vor. Da schreibt einer ganz nett, wer das Buch von Spitzer gelesen hat, der hat eigentlich kapiert, dass dieser Artikel schwachsinnig ist. Der ganze Artikel ist zusammengesucht, gelogen, wirklich die Fakten auch falsch dargestellt. Das ist eine Lobhudelei auf die Medien. Ich weiß nicht, wie viel die Journalisten von irgendwem dafür bekommen haben. Das glaube ich nicht. Doch. Wissen Sie, was vielleicht spielen Artikel, die ja selber. Man muss ja überlegen, was man selber so treibt. Viele Erwachsene spielen auch Computerspiele. Ja, natürlich. Aber also so dumm und ich sag mal unsensibel gegenüber den Fakten, die ja existieren, kann man gar nicht sein, um nicht mutwillig das Falsche zu schreiben. Also ich sag mal, die haben mutwillig das Falsche geschrieben. Sie haben falsche Quellen zitiert, sie haben sich auf eine Neurowissenschaftlerin berufen, von der man weiß, dass sie definitiv nicht objektiv ist, dass sie sogar Fakten verdreht. Dieser Spiegeltitel kam noch vor der Tagesschau in der Spiegelwerbung. Sonst kommt keine Spiegelwerbung vor der Tagesschau. Ja. Aber der kam wahrscheinlich auch, weil Leute Interesse daran haben, den Leuten zu sagen, Computerspiele sind was ganz Tolles. Dabei wissen wir, die machen aggressiv. Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Aggressivität. Wir wissen, dass Computerspieler nicht glücklich werden durchs Computerspielen, sondern die werden langfristig unglücklich. Wir wissen, dass die süchtig machen. Die sind programmiert, um Sucht zu erzeugen. Alles andere ist dummes Zeug, wenn ich höre, das ist nicht so. Es ist so. Jetzt brauche ich von Ihnen pädagogischen Rat. Soll ich meinen Kindern das komplett verbieten? Sollen die jetzt nur noch mit Holzspielzeug um sich werfen? Ich habe was Bestes als verbieten. Oder limitiert man die Zeit? Ich habe was Bestes als verbieten, gar nicht erst kaufen. Also es gibt ja keinen Grund, zum Beispiel seinem Kind eine PlayStation zu kaufen, obwohl das der deutsche Gesundheitsminister sowas in seinen Broschüren empfiehlt. Die Blume tatsächlich, er empfiehlt sogar Sony PlayStation, ja, weil er schreibt ja das. Das haben wir jetzt hiermit auch getan, gut, aber es gibt noch andere. Das soll man nicht tun, mein Punkt ist genau das nicht zu tun, weil es gibt eine schöne Studie, die zeigt, dass wenn man seinem Kind eine PlayStation schenkt, verschenkt man schlechte Noten und man verschenkt Schulprobleme. Und das ist, wie gesagt, nachgewiesen, indem man den einen eine gegeben hat, den anderen nicht, abgewartet hat und dann geguckt hat, was passiert. Und das war noch der Würfel, der entschieden hat, wer eine PlayStation geschenkt bekam, wer nicht. Also Wissenschaftler haben PlayStations verschenkt und dann geschaut, was passiert. Ja. Und die Leute werden schlechter in der Schule und die Leute bekommen Schulprobleme schon nach ein paar Monaten. Und die Effekte sind 7,5 Stunden täglich haben unsere Kinder Kontakt mit digitalen Medien. Also gucken, 7,5 Stunden. Ich kenne ganz ehrlich kein Kind, vielleicht ein paar Erwachsene, die arbeiten am Rechner, aber die Zahl erscheint mir doch ein bisschen hochgegriffen. Es ist unter der Woche ein bisschen weniger. Dafür gibt es viele Jugendliche, die haben am Wochenende ganz, ganz viel Konsum. Und wenn Sie es einfach im Wochendurchschnitt berechnen, dann sind Sie bei 7,5 Stunden. Es ist für die Eltern ja praktisch, nicht? Die Kinder sind in Sicherheit, in Wärme und man muss sich keine Sorgen machen. Und man denkt, auch mit dem Computer, dann bilden sie sich auch ein bisschen. Alles Quatsch.
Alles Quatsch, richtig. Und es ist wirklich negativ für die Kinder. Dazu gibt es mittlerweile wirklich gute Untersuchungen, die werden eher dick. Sie werden eher einsam, werden eher depressiv, eher schlaflos. Das Schlaflos bedingt wieder mehr diabetische Stoffwechsellage. Also das Ganze ist ein Sumpf von geistiger und körperlichem Verfall. Das glaubt man nicht, aber wenn man sich's halt anschaut, und ich bin nun mal Arzt, dann muss ich sagen, das kann nicht ohne wirklich deutlich messbare und auch spürbare Nebenwirkungen bleiben. Und davor warne ich. Es ist ja nicht so, dass ich was gegen Computer habe. Medizin geht nicht ohne Computer und Internet. Wissenschaft auch nicht. Ich bin nicht gegen das Ganze. Ich sage nur, und das ist ganz banal, da wo es Wirkungen gibt, da gibt es auch Risiken und Nebenwirkungen, das sagt dir jeder Arzt oder Apotheker. Ja? Ja. Und deswegen, davon spricht aber niemand. Und die Industrie, die drückt den Krempel rein ohne Ende, weil sie Geld machen will. Die Kinder sind denen egal. Und das ist mein Punkt, mir sind sie nicht egal. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, mein älterer Sohn war zum Beispiel richtig scharf drauf, Englisch zu lernen, weil ein Computerspiel, das ihm wichtig war, angeblich pädagogisch wertvoll, gab es nur auf Englisch. Das heißt, er hat tatsächlich gelernt dadurch, dass er mit diesem Computerspiel zugange war. Also es gibt auch positive Effekte, oder? Es gibt auch kreative Spiele, Austauschspiele, soziale Kontakte. Ja, Es gibt Serious Games und die Serious Games haben ein Problem, die spielt niemand. Das sagt sogar die Serious so Games. Wie gesundes Essen, ne? So wie gesundes auch? Essen, ja. Ganz genau. Natürlich kommt es auch mal vor, dass jemand am Computer irgendwas Gutes macht. Also ich mache den ganzen Tag hoffentlich was Gutes daran. Ja. Das zeigt, aber das widerspricht ja gar nicht, dass der Nettoeffekt insgesamt ein sehr negativer ist für die Menschen, die sich damit vor allem beschäftigen, also für die jungen Leute. Und da muss man noch ganz klar auch sagen, die Hoffnung, dass der Computer, die Hoffnung hatte man beim Fernsehen ja auch mal, jetzt kommt Bildung in den letzten Winkel der Welt. Wir sind uns einig, es ist nicht so wirklich passiert. Wir warten noch drauf. Und beim Computer ist es eben auch nicht so. Da hat man mittlerweile auch gute Daten, die zeigen, clevere Leute, die mit 15, 16 einen Computer kriegen, die machen vielleicht was Gescheites damit. Mhm. Der 12-Jährige, der einfach aus der Unterschicht kommt, der wird da seine Bildungskarriere erst recht in den Sand setzen. Das heißt, die Kluft zwischen gebildet und ungebildet, die wird durch Computer, wie immer behauptet wird, nicht kleiner, die wird größer. Und das ist, was wir an den Daten haben. Mhm. Und das ist auch was ganz Schlimmes. Wir wollen die Kluft nicht vergrößern, wir wollen sie verkleinern. Viele Eltern merken einen verschärften sozialen Druck auf dem Schulhof zum Beispiel. Da gibt es dann halt die 90% oder 95% der Kinder, die mit einem bestimmten Computerspiel gerade zugange sind. Und dann gibt es den kleinen Max, der hat zu Hause keinen Computer. Der ist doch isoliert. Ja und nein. Der kleine Max findet noch ein paar Moritze und Maxchen und die können sich dann zusammentun und sind nicht isoliert. Und klettern auf den Baum. Und klettern auf den Baum, machen alles mögliche andere und entwickeln auch ihren sozialen Sinn, denn es ist ja mittlerweile auch nachgewiesen. Sie können natürlich ihren Bekanntenkreis, ich sag mal, in Facebook verwalten. Aber Freunde gewinnen in Facebook, das können sie nicht. Und schon gar nicht soziales Einfühlungsvermögen lernen. Von einem Bildschirm können sie nicht lernen, wie man empathisch einem anderen gegenüber ist. Weswegen eine große Studie, die größte weltweit, auch gezeigt hat, je mehr Jugendliche vom Bildschirm verbringen, desto weniger empathisch sind sie mit ihren Freunden und desto weniger empathisch mit ihren Eltern. Das wissen wir. Und jetzt zu sagen, jemand wird doch unsozial, wenn er das nicht hat, ist die größte Lüge, die es gibt. Wenn sie es haben, werden sie zu einem sozialen Analphabeten. Als Sie studiert haben, da gab es, klar gab es schon Computer, aber es war noch längst nicht so wie jetzt. Sie haben Ihr Studium als singender Alleinunterhalter finanziert. Sie konnten also tatsächlich mit Ihrem Körper was anfangen. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Ich habe als Schüler schon Musik gemacht. Ja. Und als Schlagzeuger und Gitarrist ein bisschen. Und dann war mir halt klar, wenn ich jetzt alleine wohin gehe, kann ich nicht darauf bauen, dass ich eine Band gründe und genug Leute finde. Da dachte ich, ich musste selber sehen, wie du autark bist. Und was man damals schon konnte, war eine Orgel haben mit einer Rhythmusmaschine. Den Bass musste man mit dem linken Fuß machen. Und dann konnte man noch dazu singen. Und so habe ich mir dann zum Abitur eine Orgel gekauft. Das war so, das schriftliche Abitur war so im Februar, März. Und habe auch schon die ersten Engagements angenommen, als es die Prüfung rum war, habe ich dann angefangen zu üben und Anfang Mai hatte ich das erste Engagement. Es hat alles funktioniert. Herr Spitzer, wie war das in Ihrer Kindheit und Jugend? Sind Sie so als bastelndes, malendes, baumkletterndes Kind groß geworden? Also mit Bäumeklettern ein bisschen schon auch. Beim Kirschenklauen war das, musste man das. Wir haben eine kriminelle Vergangenheit. Ja, Kirschenklauen war immer toll. Aber natürlich. Also man hat immer irgendwas gemacht,
Und der Nachmittag war völlig offen und deswegen hatte man jeden Tag einfach irre viel Zeit, um was zu machen. Also man konnte basteln, man konnte ja malen, habe ich alles gemacht und hat alles Spaß gemacht und ich konnte mir es immer raussuchen, was ich denn will. Und also muss sagen, wenn ich mir heute überlege, wie es heute als Kind oft ist, dann finde ich das schade, dass immer alles getaktet ist und klar und am Ende der ganze Tag schon überwacht. Schrecklich. Ihre Eltern sind beide Vertriebene aus dem Sudetenland und aus Schlesien. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass in einer solchen Familie noch mal ein höherer Druck ist oder auch eine höhere Erwartung aus dem Kind soll was werden? Ist das so eine Einwanderermentalität, so eine Behauptungsmentalität, die Sie antreibt? Ich weiß es nicht. Also es war sicher niemals explizit, allenfalls so, dass man es... Also mein Vater war schon jemand, der sich auch hat durchbeißen müssen. Ja, weil der hatte nur 9 Jahre Schule und fluchte immer über die Akademiker. Und als ich klein war, dachte ich immer, Akademiker, es muss eine ganz komische Sorte von Menschen sein. Die haben 2 linke Hände, die machen nur Mist, reden unverständlich und sind sonst linkisch und im Sozialen auch extrem linkisch. Also ich habe erst... Als ich an der Uni war, irgendwann mal kapiert, so im Nachhinein, ach, du wirst ja jetzt auch Akademiker. Und das war mir dann ganz komisch, weil ich dachte, das sind ja eigenartige Leute. Dass das also einfach ein Akademiker jemand ist, der studiert hat, das war mir lange Zeit nicht klar. Ich dachte, das sind irgendwelche Leute mit dem Hirnschaden. Ja, gut. Okay. Nicht? Ja. Lernen, interessantes Thema. Früher haben wir tatsächlich Bücher gelesen an der Universität. Und der Professor hat eine Vorlesung gehalten, wir haben uns da reingesetzt und mitgeschrieben. Heute sagt der Student, wir brauchen erstmal WLAN im Hörsaal, wir brauchen Rechner oder 2, um gleichzeitig mal parallel zu gucken, was noch an Studien gibt. Und dann können wir das überprüfen und erweitern. Man denkt sich ja so als Laie, toll, mehr Kanäle, gleichzeitig kriegt man noch andere Impulse. Ist das nicht ein besseres Lernen? Nee, das ist ein viel schlechteres Lernen. Das ist ja, uns wird vorgegaukelt, das sei die Zukunft des Lernens. Das ist definitiv nicht die Zukunft des Lernens. Die Gründe sind ganz einfach. Erstens, wer dem Professor in der Vorlesung zuhört und gleichzeitig googelt oder irgendwas macht, der multitaskt. Multitasking ist nicht hüpfen und wackeln und vielleicht noch reden, wie ich jetzt, sondern Multitasking ist... 2 Bedeutungsstränge gleichzeitig verfolgen. Und also ich blätter jetzt in Ihrem Buch, während ich versuche, Ihnen zuzuhören. Kein Mensch liest so. Ja? 2 Bücher und dann liest er so und so und so. Das können Menschen nicht. Das ist psychologisch seit 2 Jahrzehnten durch. Kein Mensch guckt 2 Filme gleichzeitig. Seien sie ganz schlecht. Ja? Oder hört 2 Vorträgen gleichzeitig zu. Das können Menschen nicht. Und was wir auch noch wissen ist, wer es versucht, wird ineffizient. Also wenn Sie wirklich mal 2 Bücher nebeneinander lesen, haben Sie nach einer Stunde weniger gelesen von beiden Büchern, als wenn Sie die jeweils eine halbe Stunde einzeln lesen. Also ich kriege nicht doppelte Nein, Sie kriegen Menge, weniger, sondern ich kriege weniger als weniger, weniger, als deutlich eins. Weniger. Das ist nachgewiesen. Und deswegen, wenn jetzt, die Studien gibt es ja alle schon. Ja. Wenn Sie Zettel austeilen, die auf der anderen Seite beschrieben sind, in einer großen Vorlesung, und auf der Hälfte der Zettel, wenn die am Anfang der Stunde müssen die rumdrehen, die Studenten, steht drauf, machen Sie es wie immer, holen Sie einen Laptop raus und googeln Sie. Und die anderen kriegen gesagt, zufällig, Laptop bleibt im Rucksack. Ja? Nach der Vorlesung machen Sie einen Test, wie gut haben die Leute gelernt in der Vorlesung, was da war. Ja, was kommt raus? Die einen Laptop aufhatten, haben deutlich schlechter gelernt. Deutlich schlechter. Ja, also Multitasken ist nicht das, was man machen sollte. Aber jetzt, man hört doch immer, hey, das ist die Zukunft der Menschheit. Nein, ja, definitiv nicht. Also Multitasken kann, nochmal, Menschen können nicht multitasken. Und wenn sie es dauernd... Nicht mal Frauen, von denen man das immer sagt. Nicht mal Frauen, völlig richtig. Und wenn sie es dann dauernd versuchen, dann trainieren sie sich einen ungünstigen, nämlich ineffektiven Arbeitsstil an. Das haben amerikanische Psychologen auch schon rausgefunden. Also wenn sie Multitasker untersuchen, die das ganz oft machen, dann finden sie... dass sie eine Aufmerksamkeitsstörung haben und dass die alles, was man beim Multitasken braucht, schlechter können als die Nicht-Multitasker. Also sogar richtige Fähigkeiten, Aufgaben wechseln, Dinge ausblenden, das können die alles schlechter als Nicht-Multitasker. Das heißt, die sind richtig schlecht dran. Und wenn man jetzt noch sich fragt, warum machen die Studenten das? Also Studenten sind ja nicht blöd, erstens. Zweitens, die studieren, weil sie wissen, dass wenn sie studiert haben, haben sie eine bessere Chance auf dem Arbeitsmarkt, sie verdienen mehr, also sie tun was für ihr Leben, ja? Und dann legen die ein Lernverhalten an den Tag. Das ist so, als wenn ich denen sage, pass auf, ihr macht jetzt einen Marathonlauf und das geht um euer Leben. Und das Erste, was die machen, ist, sie schießen sich in beide Knie. Warum machen Studenten das? Und das Interessante ist, auch dazu gibt es schon Wissenschaft. Yeah. Man hat nämlich die Leute befragt, hat auch geguckt, was machen die, nochmal befragt, immer hintereinander weg. Yeah. Und da kommt Folgendes raus.
der Student denkt, so wie Sie es eingangs gesagt haben, ja, ich muss mal gucken, ob der Professor recht hat, ich google mal schnell. Mhm. Ja? Und dann denkt er, oh, jetzt bin ich schon im Netz, kann ja mal in Facebook gucken, ob meine Freundin mich noch mag. Und ja, dann kann ich noch mal eine MMS schicken. Also ich kann noch ein bisschen checken. Und die Mails nochmal eben checken. Nochmal eben, genau. Ja. Und das macht er. Und da hat er auch seine Gratifikation, denn das ist ja sozial. Und dann machen wir uns nichts vor. Studenten sind im heiratsfähigen Alter. Und wer nicht immer wusste, wer mit wem, warum und wieso, von dem stammt niemand ab. Deswegen machen das Studenten. Was ihnen dabei entgeht, ist, dass sie nichts lernen. Und das ist eine Abwärtsspirale. Wir haben so eine permanente Oberflächlichkeit. Wir haben eine permanente Lernverhinderung. Ja. Das haben wir einfach, Fakt. Ja. Und wir haben permanent soziale Gratifikation. Das hält die Sache am Leben. Ja, denn ich muss doch wissen, wer mit wem und warum. Und genau deswegen trainieren sich die Studenten, ohne es zu merken, ein ineffektives Lernverhalten letztlich an. Aber das wissen wir. Mhm. Und deswegen auch die Konsequenz. Ein Professor sollte sagen, die Computer bleiben im Rucksack. Mhm. Das ist die Aufgabe des Professors, denn der soll denen ja was beibringen. Ja? Und ein Professor sollte auch sagen, und wenn Sie doch einen Computer rausholen, setzen Sie sich bitte in die letzte Reihe, denn wir wissen, wenn einer vor mir sitzt, der multitaskt, und vielleicht noch einer, dann bin ich so abgelenkt, lerne ich gar nichts mehr. Mhm. Das Schlimmste ist, bei anderen beim Datteln während der Vorlesung zugucken. Ist noch schlimmer als selber zu datteln, auch nachgewiesen. Deswegen, die Datteln gehören in die letzte Reihe, und das sollte der Professor eben auch sagen. Jetzt müssen wir mit einem weiteren Vorurteil aufräumen. Das alte Gehirn ist so irgendwie dem Verfall preisgegeben. Ich habe jetzt gerade gelernt, wenn man deutsche Seniorenheime permanent mit ordentlicher Musik bespielen würde, dann hätten die älteren Menschen mehr Hirnleistung. Also Musik hat auf jeden Fall einen sehr positiven Effekt. Und zwar nicht nur das Machen, sondern allein schon das Hören. Das Hören, also aktiv ist besser als passiv. Klar. Ja. Aber gerade bei den älteren Menschen hat man immer die Beobachtung gemacht, schon lange, dass wenn man zum Beispiel Musik vorspielt, die in war, als die jung waren. Ja. Nehmen wir an, irgendwelche, ja, ein Walzer oder Marschmusik oder was man heute nicht mehr so hört, was man halt vor 50 oder 70 Jahren gehört hat. Und dann kann es sein, die liegen vorher stocksteif im Bett und machen gar nichts und stehen plötzlich auf und marschieren mit und sind ganz beschwingt und voll dabei. Musik weg und dann sind die wieder, das war es dann wieder. Also das ist gut. wie ein Schalter. Vor der polnischen Grenze mal davon abhalten. Aber was wäre das? Das zeigt einfach, dass Musik tief in uns drin steckt und dass Musik eben in der Lage ist, auch uns noch auf eine Weise zu aktivieren, die wirklich, wo man mit dem Sprechen alleine nicht mehr so hinkommt. Vielleicht kommt man mit dem Sport, also Bewegung, wer das kann, der und wer es gerne macht, wer gern spaziert, der kann das mit dem Sport machen. Man kann das auch mit bestimmten, wer gern Theater spielt, wir haben das ja oft, dass Leute mit 80 noch auf der Bühne stehen und man hat so das Gefühl, das hält die auch genau da und das Gefühl ist nicht ganz falsch. Das heißt zum Beispiel, Tanzen wäre Bewegen zu Musik ideal. Super. Ja, Tanzen ist auch noch kooperativ. Ja. Also Fußball spielen ist auch Bewegung. Man kann auch Musik anmachen, aber da tritt man sich in die Haxen. Ja? Ja. Also und beim Tanzen versucht man das ja zu vermeiden, deswegen es natürlich gesünder ist. Und es ist sogar so, dass auf den Alterskongressen seit Jahren die Spezialisten sich schon zuraunen. Also Tanzen gehört zum Besten, was man gegen Altern machen kann. Richtig. Ich habe mich mein Leben lang gegen einen Tanzkurs gewehrt, aber offenbar muss ich da noch mal umdenken. Herr Spitzer, Sie haben uns ein sehr besonderes Instrument mitgebracht, auf dem Sie auch Musik machen. Mit Verlaub, Sie haben es selbst gebaut. Es sieht ein bisschen aus wie ein Stuhlbein. Was genau haben Sie da, was genau haben Sie angefertigt? Also das war ein Klotz. Das war nicht ein Stuhlbein, das dann jetzt irgendwie umfunktioniert wurde, sondern das war ein Klotz. Und dann habe ich halt ein Loch reingebohrt und dann ein bisschen gedrechselt, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und dann hier Löcher gebohrt und das Ganze hat ein Klarinettenmundstück. Das ist handelsüblich. Handelsüblich. Das haben Sie nicht gebaut. Das habe ich nicht gebaut, nein. Und es ist, das Ding gibt es schon Jahrhunderte. Und früher hießen diese Dinger Chalumeau. Mhm. Und von denen stammen die heutigen Klarinetten ab. Mhm. Was man auch hört, das klingt wie eine Klarinette. Nur, nur hat es nicht den weiten Range, weil es halt so kurz ist. Aber das Ding ist deswegen so nett, weil man kann die Dinger auch kaufen, aber ich habe halt mal eins gebaut, weil das Spaß macht. Mhm. Und man kann das sogar so dabei haben. Mhm. Und ich habe es auch manchmal so dabei, weil wenn ich irgendwo eingeladen bin oder wenn ich weiß, ich muss noch mit Leuten essen gehen. Das Gespräch stockt. Und da ist ein Pianist, dann nehme ich das Ding und gehe hin, kommen wir spielen ein paar Jazz-Standards und dann macht das irre Spaß. Und alle Sie könnten jetzt aus dem Stand so ein bisschen Chet Baker.
also so. Das ist wir setzen uralt. Unsere wunderbare Tradition der Live-Konzerte in dieser Sendung fort. Sind Sie ein Basteltyp? Ja, klar. Also ja. Jetzt mal eben so ein Ding drechseln ist ja auch nicht trivial. Ich habe mal einen 100-Mark-Schein liegen sehen und dachte, da ist doch eine Gitarre drauf. Und die auf den alten war so eine Lyra-Gitarre drauf. Ja. Dann habe ich den fotokopiert auf eine Folie, das war so klein, in Diaprojektor reingemacht und an die Wand geworfen, abgemalt und das Ding gebaut. Ich habe so eine Gitarre zu Hause, die habe ich selbst gebaut. Und der Plan war ein 100-Mark-Schein. Sagenhaft. Sie haben eine relativ große Familie, 6 Kinder. Das ist nicht ganz selbstverständlich in Zeiten wie diesen. Gibt es da regelmäßig Hauskonzerte? Mussten die auch alle Musikinstrumente lernen? Gibt es eine Band? Jein, die mussten nichts. Weil ich weiß von fast allen Kommilitoninnen im Studium, Arzttöchter, dass die alle 7 Jahre Klavier spielen mussten. Und dann Geige. Und wenn man dann fragt, spiel mal was, ich kann aber nichts. Ja. Und die in den besseren Fällen konnten die dann spielen, wenn man ihnen Noten gab, aber das war so wie abtippen. Das hatte irgendwie war nicht mit Leben gefüllt. Das war zumindest so meine Erfahrung. Und ich habe immer Musik gemacht, als Kind schon. Und wir haben immer zu Hause Musik gemacht, auf Dosen und Deckeln und gesungen und irgendwie. Und so habe ich es mit meinen Kindern gehalten. Ich habe, da ich ja von meinem Studium diesen ganzen elektronischen Kram hatte, als meine Kinder geboren wurden, habe ich den in den Keller geräumt. Weil ich dachte, Musik geht ohne Strom, sonst lernt man es nicht richtig. Und dann habe ich angefangen, diese Dinger zu bauen. Und da kommen natürlich die Kinder, Papa, was hast du denn da? Ja. Oder was ist denn ein Saxophon? Und dann sage ich, weiß man, meine älteste Tochter kam, Papa, wie geht denn Gitarre spielen? Sag ich, komm, ich zeig's dir schnell. Ja. Und dann haben wir so, und dann hat die sich zurückgezogen. Und ein paar Wochen später spielte die dann ein Liedchen und sang dazu. Und das ging watzfatz. Hat sie also, sich alleine beigebracht? Ich habe ihr ein bisschen Tipps gegeben. Ja, ja, ja. Also wenn Kinder was wollen, wenn die was lernen wollen, das geht ganz schnell. Trompete spielen. Die Ulla hat, also meine Älteste, hat sich die Trompete irgendwann mal genommen und drauf geblasen. Wirklich. Alles Wunderkinder, Herr nein, Spitzer. Nein, das ist völlig normal. Ich muss meinem jüngeren Sohn immer unter Androhung von Gewalt eine Gitarrenübungsviertelstunde abbringen. Ein Freund von mir, der hat seinem Sohn, der musste auch Gitarre lernen. Und, Entschuldigung, der musste Geige spielen lernen. Und irgendwann hat er auf die Geige erbrochen. Und dann war allen klar, das ist wohl doch nichts für den Buch. Und ich finde, so weit müssen Sie es nicht kommen lassen. Ja, also ja okay. Spaß muss es machen. Ja. Und dann geht das. Und Sie haben gefragt, ja, wenn wir uns heute treffen mit meinen Geschwistern oder mit meinen Kindern, es wird Musik gemacht, wirklich. Ja. Und zwar spontan, da sage ich nicht, Kinder, jetzt macht mal. Nee, die machen das. Und ich höre vor allem zu oder freue mich oder spiele auch mit, klar. Aber das passiert wirklich spontan und Sie glauben nicht, wie die Abende vergehen und wie hinterher alle sagen, Mensch, das war klasse. Und meine Mutter war neulich dabei, als wir uns wieder mal getroffen haben, kommt selten genug vor und die ist schwer dement. Und ich musste ihr jeden Morgen sagen, wer ich bin und wo sie ist und so. Es war nicht einfach, aber die hat gelacht und die war so dabei bei unserem Familientreffen, dass wir alle gesagt haben, es war gut, dass sie mitgekommen ist und dass wir uns mit ihr zusammen getroffen haben, weil sie hatte sicher ihren Riesenspaß. Und was will man mehr? Sie haben mal in einem Vortrag gesagt, mit Kindern zu spielen als Erwachsener beuge sogar der Demenz vor. Warum das? Weil es für einen Erwachsenen nichts Fordernderes gibt als ein Kind. Stimmt also allerdings. Ja, eben. Jeder, der Kinder hat, der weiß das. Das ist ja nicht einfach oder gar bequem oder sowas, sondern die fragen, die bohren dann Löcher in den Bauch. Und genau das braucht man, um sein Gehirn fit zu halten. Kreuzworträtsel können Sie vergessen. Das macht nicht fit und das hält auch nicht fit. Und Sudoku auch nicht. Fernsehen schon gleich gar nicht. Aber ein Enkel, der ist super. Wenn Sie also wissen wollen, was hilft gegen Alzheimer, schaffen Sie sich einen Enkel an. Eine aktuelle Studie bescheinigt deutschen Vätern, dass sie sich mehr um ihre Kinder kümmern wollen. Machen Sie in der Uni, das ist ja immer so die Speerspitze der Moderne, machen Sie die Erfahrung, gibt es das, Elternzeit, Väter, die jetzt bewusst sich Zeit nehmen oder sind wir eigentlich alle immer noch extrem gestresst? Nö, also ich glaube, wenn ein Kind in der Familie kommt, heute bei jungen Menschen, das ist für die schon also ein Einschnitt. Und die merken auch, ein Amerikaner sagte mal zu mir, Manfred, they don't tell you in advance. Also es ist, also keiner warnt einen, was kommt da auf einen zu, wenn man ein Kind bekommt. Das ist wirklich stressig und da bringt man die Nächte rum und all sowas. Aber man kriegt ja auch unendlich viel zurück und es macht unendlich viel Spaß. Deswegen muss ich schon sagen, das Umgang mit dem Kind ist gut und ich glaube, die Menschen kriegen das auch mit. Also wer keine Zeit für ein Kind hat, der soll sich wirklich auch überlegen, ob er ein Kind haben will. Weil was soll das? Ein Kind haben und dann keine Zeit dafür haben. Sie machen sich keine Sorgen, dass wir aussterben, wir Deutschen.
Nee, also nee, Sie haben ihren Beitrag geleistet. Also, ja, und ich mache mir keine Sorgen, weil ich denke mir, wir sind eine Gemeinschaft und hier passiert ja auch ganz viel. Ja, und wenn hier viele Leute einwandern, dann weil hier irgendwas gut läuft und richtig gemacht wird, und dann ist es auch gut. Also wir haben ja Gott sei Dank sind wir so attraktiv für Menschen, die kommen von woanders her, weil sie hier sein wollen. Und das ist doch gut so. Ich meine, wir können von Glück reden, dass das so ist. Und wir könnten unseren Standort Deutschland noch deutlich attraktiver machen, wenn wir Ihre Erkenntnis und die anderer Hirnforscher dann vielleicht einfach auch mal umsetzen würden. Und ich habe das Gefühl, egal, ob das Schulen, ob das Universitäten, ob das Familienpolitik, ob das Seniorenpolitik ist, überall wird so ziemlich das Gegenteil dessen gemacht, was Sie fordern. Oder stellen Sie fest, es gibt ein Umdenken, Computer raus aus den Hörsälen, zurück zum Buch. Zurück zur Werkbank. Also offiziell definitiv nicht. Aber bei den jungen Leuten, das ist meine große Hoffnung, eigentlich schon. Also ich kenne selber eine Menge junge Leute, die nicht den ganzen Tag am Smartphone hängen. Ich habe so das Gefühl, der Facebook-Hype nimmt wieder ab. Das sind eher die Eltern, die da jetzt... Ja, jetzt fängt es bei den Eltern an, ja. Also ich habe wirklich das Gefühl, die jungen Menschen, die kapieren am ehesten, worauf es im Leben ankommt. Und die stricken wieder, haben wir neulich erfahren. Ja, die wollen auch wieder raus in die Natur, ja. Eben nicht nur im Grand Canyon sein, virtuell, sondern durch den laufen. Ja? Die Amis sind noch nicht so weit und ich persönlich glaube sogar, dass wir Europäer, die wir ja immer ein bisschen kritischer sind und nicht so ganz, oh klasse, und dann rennen wir alle in die Richtung, was alle machen. Ich glaube, dass wir Europäer vielleicht sogar einen Vorteil haben, weil wir eben ja so ein bisschen nachdenklicher und kritisch sind und nicht jeden Blödsinn bis zum Erbrechen mitmachen. Dass ich denke, wir schaffen es vielleicht, Speerspitze zu sein in einer für eine Welt, die besser ist als das, was wir jetzt haben, und auch besser als der ganze digitale Hype. Das glaube ich fest, sonst wäre ich nicht Optimist, und ich bin eigentlich im Grunde schon Optimist. Wie heißt Ihr nächstes Buch? Mentale Stärke, einfach statt digitaler Demenz sozusagen. Die Fortsetzung. Der ist umgedreht. Ja. Was muss man denn aktiv tun, damit es besser ist? Und da geht es dann um Sport und Musik und um Theaterspielen und all diese Dinge. Und auch warum wir heute wissen, wie wichtig und wie gut das ist. Und das ist dann nichts anderes als auch eine politische Programmatik. Ne? Könnte sich so ein Minister oder auch eine Kanzlerin mal anschauen. Eigentlich schon, prima. Ja. Wir kommen so langsam zum Ende unserer Sendung. Das ist natürlich gerade bei einem Hirnforscher wahnsinnig spannend, zu unserem typisch Deutsch-Spiel. Sie kriegen zwei Antwortmöglichkeiten und müssen sich für eine entscheiden. Hirn oder Herz? Herz. Musik oder Sport? Musik. Mhm. Sind Sie persönlich sportlich? Haben wir gar nicht drüber geredet? Oder sind Sie eher so ein musischer Mensch? Ich war als Kind immer unsportlich, weil ich der Einzige im Dorf war, der nicht Fußball spielen konnte. Ei. Das war schon ganz schlecht. Ja. Irgendwann habe ich gemerkt, dass mir Sport eigentlich auch Spaß macht. Und mittlerweile, ja, also ich mache es wie viele Leute. Ich treibe Sport, damit ich gesund sterbe und nicht, um eine Medaille zu kriegen. Ja. Und das ist auch sicherlich wichtig und auch richtig. Man fühlt sich einfach besser. Lieber forschen oder lieber Bücher schreiben? Schwierige Fragen. Was ist gesünder fürs Hirn, Weißwein oder Rotwein? Wahrscheinlich Rotwein. Dann lesen wir jetzt ein gutes Buch bei einem guten Glas Rotwein. Das war's schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Professor Manfred Spitzer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr über unseren Gast erfahren möchten, schauen Sie auf unsere Website. Ja, schon wieder Computer. Oder aber die englische Sendung Talking Germany mit meinem geschätzten Kollegen Peter Craven. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.